Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute, da ist der 8. August und falls ihr das noch nicht wusstet, heute ist der Weltkatzentag. Also schon mal herzliche Grüße raus an alle Katzenfreunde und Haustierbesitzer da draußen, aber natürlich auch an eure geliebten Vierbeiner. Wobei, ob ihr die gleich noch mit den gleichen Augen sehen werdet, das schauen wir uns mal an. Denn ich habe für euch heute 5 gruselige Katzengeschichten mitgebracht, die sich so ereignet haben bzw. sogar wissenschaftlich belegt sind. Falls euch also interessiert, was es mit den Katzen im altägyptischen Totenkult auf sich hat, was hinter dem Aberglauben an den schwarzen Kater steckt und welche Prophezeiungskräfte ein Kater in einem Altenheim in den USA bewiesen hat, dann bleibt dran und betretet mit mir die Dunkelkammer. Dass die alten Ägypter in Sachen Gottheiten deutlich breiter aufgestellt waren als wir heute, ist kein Geheimnis. Dabei war eine ihrer Gottheiten Bastet in der ägyptischen Mythologie als Katze oder Frau mit Katzen- oder Löwenkopf dargestellt. Bastet wurde als Göttin der Fruchtbarkeit und der Liebe verehrt, aber auch als Beschützerin der Schwangeren, Göttin der Freude, des Tanzes, der Musik und der Feste war sie im ganzen Reich bekannt. So weit, so gut. Denn Bastet, die findet auch Erwähnung als Mutter des Anubis, ihr wisst schon, der Gott der Totenriten und der Mumifizierung, also durchaus auch eine dunklere Seite, wenn man so will. Und düster sah die Verbindung Katze, Gottheit auch für die Katzen im Alltag im alten Ägypten aus. Denn dort wurden Katzen zwar nicht als Götter verehrt, aber sie hatten einen besonderen Status inne und ihre magischen Fähigkeiten werden auch im Buch der Toten erwähnt. Als Kult war es zum Beispiel üblich, Katzen zu mumifizieren und diese anschließend zu opfern. Die Menschen konnten dafür zum Tempel der Bastet gehen, der sich in der altägyptischen Stadt Bubastis befand, dort eine oder mehrere Katzen auswählen, kaufen und anschließend von einem Priester rituell töten lassen. Die tote Katze wurde dann vom Priester mumifiziert und dem Käufer übergeben. Der Käufer wiederum legte die Katzenmumie in eine spezielle Grabkammer und voilà, fertig war die Opfergabe. Einen Trost für Katzen im alten Ägypten gab es allerdings. Tötete man sie außerhalb solch einer rituellen Zeremonie oder außerhalb des Tempelgeländes, stand darauf die Todesstrafe. Übrigens egal, ob die Katze absichtlich getötet wurde oder ob es ein Unfall war. Ein paar Jahrhunderte später und einiges an Kilometern weiter nördlich, aber der Glaube der Menschen an die besonderen Fähigkeiten von Katzen, der bleibt. Zunächst waren Katzen auch im frühen Mittelalter gern gesehene Begleiter. Das änderte sich erst im Zuge der zunehmenden Ausbreitung des Christentums und des Aberglaubens. Wer hat nicht schon mal davon gehört, dass die schwarze Katze, die von rechts nach links läuft, Unglück bringt? Das Bild der diabolischen Katze wird immer beliebter, die, neben vielen anderen Tieren übrigens auch, als Hilfsgeister der Hexen angesehen werden. Die Katze wird von der Kirche als Symbol des Satans beschrieben, was man vor allem aus ihren vermeintlichen Eigenschaften ableitet. Sie sei unzüchtig, hochmütig, falsch und streitsüchtig. Und dieses negative, abwertende Bild, das hat den Tieren einiges an Leid beschert. Archäologen gehen davon aus, dass Katzen vorzugsweise damals für die Pelzherstellung gehäutet und die Kadaver in Massengräbern verscharrt wurden. Diese Praxis, die ging vor allem wohl von Nordeuropa aus, war aber auch in Großbritannien beliebt, wie Funde von bis zu 80 Skeletten in einem Brunnen aus dem 13. Jahrhundert belegen. Dabei wurde Katzenpelz meist von der ärmeren Bevölkerung getragen, denn Katzen, die gab es ja so gut wie überall. Und das hielt auch erstmal so an. Noch im Zweiten Weltkrieg, da war Katzenpelz ein beliebtes Material für die Fütterung von Stiefeln, Mänteln oder Pelzkragen. Erst 2008 hat die EU den Handel mit Katzenfellen unter Strafe gestellt. Genutzt hat es den Katzen im Mittelalter alles nichts. Landeten sie nicht als Pelzbesatz an der Kleidung, dann im Kochtopf oder in der Medizin, zum Beispiel als Heilmittel gegen Gicht und Arthritis. In einem spanischen Kochbuch aus dem Jahr 1520 noch empfiehlt der Autor ein Rezept mit gebratener Katze, allerdings mit dem Hinweis, sehr gute Speise außer für das Gehirn,
denn man könne davon leicht den Verstand verlieren. Dass die Katze aber auch als Glücksbringer angesehen werden kann, zeigt sich wieder ein paar hundert Jahre später. In einigen Teilen von Europa war es nämlich spätestens ab dem 15. Jahrhundert durchaus gebräuchlich, Katzenkörper in den Mauern von neuen Häusern zu verstecken, um dadurch böse Geister auszutreiben. Man geht davon aus, dass der Brauch von den Römern in Europa verbreitet und nachher durch die Briten auch in ihren Kolonien USA und Australien überliefert wurde. Der Gedanke hinter der Katzenopferung war, dass Katzen einen sechsten Sinn besitzen würden und dass ihr Blutopfer helfen würde, die Hausbewohner vor Unglück zu schützen. So gibt es beispielsweise im kleinen englischen Städtchen Sudbury eine Kirche und unweit dieser Kirche steht das Mill Hotel, das früher einmal eine Wassermühle gewesen ist. Irgendwann wurde diese Wassermühle in eben jenes Hotel umgewandelt und dabei hat man einen eingemauerten Katzenkörper gefunden. Das wäre erstmal nichts Ungewöhnliches für ein Gebäude, das aus dem 17. Jahrhundert stammt. Was aber ungewöhnlich ist, ist, dass die Bauarbeiter eben jene Katze aus dem Mauerwerk entfernten und das Hotel kurz nach den Umbauarbeiten durch einen Brand beschädigt wurde. Also holte man die Katze aus dem Müll heraus und brachte sie zurück an Ort und Stelle und seitdem ist dem Hotel kein Schaden mehr entstanden. Ob die Katze nun die bösen Geister abgewehrt hat, das sei mal dahingestellt. Andere Forscher gehen nämlich davon aus, dass die Katzen lediglich als eine Art Vogelscheuche wirken sollten, die Ratten und Mäuse im Mauerwerk vertreiben sollte. Dies liegt an den Posen, in denen die Katzen gefunden wurden. Meist mit ausgestrecktem Buckel, bereit zum Sprung und mit einer oder mehreren Rattenkadavern bestückt. Dabei deuten die Funde darauf hin, dass die Katzen bis auf wenige Ausnahmen nach ihrem Tod eingemauert wurden. Aber eben nicht wie im alten Ägypten durch aufwendige Praktiken einbalsamiert, sondern durch natürliche Faktoren mumifiziert, wie zum Beispiel durch Luftzüge in den Mauerschächten. Der Brauch der eingemauerten Katzen, der hat auch auf unserem Kontinent noch lange überlebt, übrigens noch 1946, da wurde in den Stufen, die zu einem Bauernhaus in Schweden führten, ein eingemauerter Katzenleib gefunden. Katzen scheinen also nicht überall unbeschwert ihre sieben Leben genießen zu können. Eine ganz andere Art von rätselhafter Katze, die schauen wir uns jetzt an, nämlich eine Katze, die vermeintlich wirklich magische oder zumindest besondere Fähigkeiten hat. Gemeint ist die Therapiekatze Oscar. Oscar, der wohnt in einem Altenheim in Rhode Island in den USA. Und in diesem Altenheim, da geschehen merkwürdige Dinge. Denn Oscar scheint genau vorherzusagen, wann welche Bewohner, die in dem Altenheim leben, sterben werden. Beschrieben hat das David Dosa, der Arzt des Heims und Juniorprofessor an der Brown University, der sich mit Oscar und seiner Geschichte beschäftigt hat. Darüber hat er einen wissenschaftlichen Artikel geschrieben und diesen im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Und für dieses Verhalten von Oscar, da haben auch der Professor und die Fachwelt bis heute keine Erklärung gefunden. Dabei ist Oscar vermeintlich eine ganz normale Katze. 2005 hat das Altenheim den kleinen Kater nämlich aus dem Tierheim adoptiert. Die ursprüngliche Therapiekatze des Heims war verstorben und so schaffte man 5 neue Katzen neben Oscar an, die vor allem den Alzheimer- und Parkinson-Patienten, die in dem Heim leben, Freude bringen sollten. Nach ein paar Wochen stellte das Pflegepersonal allerdings fest, dass mit Oscar etwas anders war. Er machte scheinbar seine eigenen Visiten. So ging Oscar von Zimmer zu Zimmer und manchmal, da schnüffelte er und legte sich zu einem Patienten aufs Bett. Das Merkwürdige aber war, dass die Patienten, zu denen sich Oscar legte, nur wenige Stunden später verstarben. In einem Fall, da übertraf Oscars in Anführungszeichen Prognose sogar die Vorhersage des Arztes. So hatte dieser nämlich einen Patienten für im Sterben liegend befunden, während Oscar an dem Zimmer des Bewohners aber vorbeigegangen war. Tatsächlich starb der Patient auch nicht, sondern einiges später, als Oscar ihn dann wirklich besuchen kam. Mittlerweile sind 50 Fälle bekannt, in denen Oscars Prognose so genau war,
dass das Pflegepersonal dazu übergegangen ist, den Angehörigen eines Bewohners Bescheid zu sagen, falls Oskar den Sterbenden besucht. Und das nehmen die meisten Angehörigen auch gerne an. Laut Professor Dosa sind nur zwei Fälle bekannt, in denen die Angehörigen Oskar in den letzten Stunden von ihrem Sterbenden fernhalten wollten. Bei einem Fall hat Oskar dann so lange an der Tür des Patientenzimmers gekratzt und sogar einen Zugang durch ein benachbartes Zimmer gesucht, dass das Pflegepersonal ihn letztendlich von der Etage entfernen musste. Aber wie kann man sich das sonderbare Verhalten nun erklären? Da gibt es im Wesentlichen zwei Ansätze, die von der Forschung vorgelegt werden. Man geht zum einen davon aus, dass Katzen einen besonderen Geruchssinn haben und Oskar eben mit diesem die Ketone, das sind süßlich riechende Biochemikalien, die aus sterbenden Zellen austreten, wahrnehmen kann und diese Ketone dann auf ihn anziehend wirken. Ein anderer Ansatz, der kommt aus der Verhaltensforschung, da vermutet man nämlich, dass Oskar das Verhalten des Pflegepersonals imitiert. Ganz wie das oft auch Hunden und ihren Herrchen nachgesagt wird und dass Oskar quasi alles dafür tut, ein Teil des Teams zu sein, das sich um den Sterbenden kümmert und versucht, ihm oder ihr den Abschied so angenehm wie möglich zu machen. Auch hätten Katzen ein Gespür dafür, wenn es ihren Besitzern schlecht ginge und reagierten darauf. Der Kater wäre ja schließlich seit seiner Kindheit in diesem Umfeld aus Leben und Sterben groß geworden und würde deswegen dieses besondere Verhalten zeigen. David Dosa, der schreibt auch, dass Oskar wohl nicht der einzige Kater auf der Welt mit dieser Fähigkeit wäre, sondern dass ihn hunderte Zuschriften von anderen Heim- und Haustierbesitzern erreicht hätten, die von ihren Oskaren berichten. Also scheint doch was dran zu sein an diesem sechsten Sinn der Tiere. Wir bleiben zum Abschluss beim Thema Tod und Katze und wenden uns jetzt aber einem etwas unappetitlicheren Aspekt zu. Und zwar haben Forscher der Colorado Mesa University in den USA Katzen auf einer Body Farm beobachtet. Und was diese dort veranstaltet haben, das bestätigt zahlreiche Fälle, die in der Vergangenheit bereits vermutet oder gemeldet wurden. Nämlich, dass Katzen ihre Besitzer durchaus nach ihrem Ableben fressen. Auf einer Bodyfarm lässt sich dieses Verhalten beobachten, denn Bodyfarmen, das sind sozusagen große geschützte Freiflächen, in denen Leichen unter kontrollierten Bedingungen abgelegt werden, um den Verwesungsprozess zu dokumentieren und zu analysieren. Die Forscherin Sarah Garcia, die hat zwei verwilderte Hauskatzen mit ihrem Team über mehrere Monate hinweg beobachtet, deren Revier ganz in der Nähe einer Bodyfarm liegt. Und diese beiden Katzen sind eben immer wieder auf den Überwachungsvideos der Bodyfarm aufgetaucht. Zwar bewegten sich auch Präriehunde auf dem Gelände, diese würden aber keine Notiz nach Angaben des Forscherteams von den Leichen nehmen. Und auch bei Katzen ging man bisher eigentlich davon aus, dass sie eben Raubtiere und keine Aasfresser seien. Beide Katzen haben aber immer wieder unabhängig voneinander dieselben zwei Leichen angesteuert. Selbst ein nachträglich angebrachter Metallkäfig, der eben größere Aasfresser fernhalten sollte, der konnte die Katzen nicht stoppen und nicht fernhalten. Eine der Katzen fraß an 35 aufeinanderfolgenden Tagen an derselben Leiche. Warum die beiden Katzen speziell diese zwei Toten ansteuerten, obwohl sie auch Zutritt zu anderen Körpern hätten haben können, das ist noch nicht klar. Was aber beobachtet werden konnte, ist, dass die Katzen ganz spezielle Körperteile bevorzugt haben. So haben sie vor allem das Weichgewebe an Armen und am Rumpf gefressen. Dieses Verhalten passt zu Beschreibungen von Hauskatzen, die nach Ableben ihres Besitzers aus Futternot eben jene angefressen haben. Hier vorzugsweise das weiche Gewebe im Gesicht. Garcia will das Ergebnis dieser Studie nun dazu nutzen, um in der Forensik durch Katzen verursachte Spuren an Leichnamen besser eingrenzen zu können und sie in der Analyse von Todesursachen zu berücksichtigen. Natürlich sind zwei Fälle zu wenig, um repräsentative Forschungsergebnisse vorlegen zu können. Aber auf der Welt gibt es eben einige weitere berichtete Fälle, in denen Haustiere Teile ihrer Besitzer nach deren Ableben gefressen haben. So zum Beispiel verschiedene Hunde, ein Hamster und ein Vogel. Na dann, guten Appetit. Hat eure Katze auch schon mal was Gruseliges oder was Sonderbares gemacht?
dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert gerne diesen Kanal, denn dann sehen wir uns bald schon wieder und betreten gemeinsam wieder die Dunkelkammer.